Feuergruß, 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 Feuergruß. Wie wir wissen, ist Feuer nicht nur das Element der Zerstörung, sondern auch des Lebens und der Macht. Macht ist hier genau das richtige Stichwort, denn durch die speziellen Bändigungsarten und Techniken ist Feuer ein enorm vielfältiges und dominierendes Element, das schon viele talentierte Bändiger hervorgebracht hat. Dadurch, dass es so viele Feuerbändiger gibt, die auf einem hohen Level mitspielen, sind die Bändiger von ihren Fähigkeiten her sehr nah beieinander. Bisher gab es kein Ranking, das so knapp ausfiel, und man kann wirklich sagen, dass viele Charaktere dieser Liste fast auf dem Level eines Meisters eingeordnet sind. Meiner Meinung nach das mit Abstand spannendste Ranking bis hierher. Bevor wir aber anfangen, will ich mich noch bei zwei Personen bedanken. Zuallererst bei dem YouTuber Pegasus, der mir mein neues Banner erstellt hat. Sieht richtig heftig aus. Vielen Dank nochmal dafür. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Findet ihr in der Videobeschreibung. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Dann noch ein herzliches Dank an den YouTuber Retsu, der heute bei diesem Ranking zu Gast ist und mich tatkräftig unterstützt. Schaut auf jeden Fall auch bei seinem Kanal vorbei. Ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und vorab soll nochmal gesagt sein, dass auch diesmal keine Avatare wie Aang oder Korra mit einbezogen wurden, das echt unverhältnismäßig wegen dem Avatar-Zustand wäre. Aber nun genug gesprochen, fangen wir jetzt mal mit dem Ranking an. Heute geht es um die stärksten Feuerbändiger des Avatar-Universums. Viel Spaß! Der erste auf unserer Liste ist General Iroh aus die Legende von Korra, also der Enkel von Zuko. General Iroh ist ein sehr talentierter Bändiger. Ob er genauso wie der alte Iroh in der Lage ist, Blitze umzuleiten, ist leider unklar. Dafür konnten wir aber sehen, dass er Blitze erzeugen kann und das auch recht schnell, weshalb man davon ausgehen kann, dass er sehr geübt im Blitzbändigen ist. Seine mit Abstand beeindruckendste Fähigkeit ist das Fliegen mithilfe des Feuerbändigens. Ob man es wirklich Fliegen nennen kann, ist diskutabel, da er, wie man hier sehen kann, eher schwebt, beziehungsweise sich vom Boden abdrückt. Und das hat man in so einer Form noch nicht gesehen. In einer späteren Folge, als er aus einem brennenden Flugzeug springen musste, verwendete er auch das Feuerbändigen, um sich in der Luft fortzubewegen. Als Fliegen kann man das aber auch nicht wirklich betiteln, weil es eine Abwärtsbewegung war. Trotzdem eine sehr beeindruckende Technik, die er mit einer sehr hohen Geschwindigkeit ausführen kann, da er sogar dazu fähig war, ein Flugzeug der Äqualisten einzuholen. Wenn man dann noch beachtet, mit was für einer hohen Präzision er diese Technik anwendet, kann man davon ausgehen, dass er sich im Kampf dadurch einen riesen Vorteil verschafft. Im normalen Feuerbändigen an sich ist er halt einfach ein bisschen besser als der Durchschnitt. Wir geben General Iroh 6700 Punkte, haben ihn mit Soyin vom Erdbändiger-Ranking verglichen und sind der Meinung, dass er auf dem gleichen Level wie sie ist. Beide beherrschen ihr Element ganz solide, Soyin kann Metallbändigen, während Iroh Blitzbändigen kann. Alle zwei haben gute Reflexe, sind erstklassige Strategen und intelligent, also sollten 6700 Punkte auch für General Iroh passen. Als nächstes hätten wir den Feuerbändiger Mako, der lange Zeit als Profibändiger bei Turnieren tätig war. Die Kommentatoren des Turniers sagten, dass sein Kampfstil aus vielen Ausweichmustern besteht, woraufhin meist rasche aufeinanderfolgende Feuerangriffe folgen. Dadurch besiegte er einige Male Teams im Alleingang. Darüber hinaus kann man auch sagen, dass er recht gute Reflexe hat. Dies hat er auch seiner Erfahrung als Profibändiger und Arbeit als Polizist zu verdanken, da er die Gelegenheit hatte, gegen die verschiedensten Gegnertypen zu kämpfen. Zu diesen Gegnern gehörten unter anderem Amon, der selbst zugab, dass er Mako als talentierten Feuerbändiger ansieht und es fast schon eine Schande sei, seine Fähigkeiten zu nehmen. Er kämpfte auch gegen Minghua und besiegte sie. Man muss aber sagen, dass er dazu auch nur in der Lage war, weil Minghua nichts von seinen Blitzbändiger-Fähigkeiten wusste und er somit den Effekt des Überraschungsangriffs auf seiner Seite hatte. Apropos Blitzbändigen, Mako ist bis auf Iroh die einzige weitere Person im Avatar-Universum, die in der Lage ist, sowohl Blitze zu erzeugen, als auch Blitze umzulenken. Alle anderen Bändiger können entweder nur das eine oder das andere. Wenn man diese Aspekte beachtet, scheint es auf den ersten Blick so, als wären General Iroh und Mako fast auf dem gleichen Level. Aber auch nur fast. Wir geben Mako 7750, womit er vor Iroh ist, aber auch nur aus dem Grund, weil er im Gegensatz zu ihm noch über das Umleiten von Blitzen verfügt. Dazu ist noch zu beachten, dass General Iroh schon doppelt so alt wie Mako ist und Mako sein vollständiges Potenzial in diesem Alter höchstwahrscheinlich noch nicht ausgeschöpft hat.
Kommen wir nun zu dem Mann mit 1000 Namen. Wir nennen ihn aber im Video einfach Verbrutzelmann, da es am einfachsten auszusprechen ist. Er ist der erste bekannte Brandbändiger im Avatar-Universum und gehörte zu den gefährlichsten Gegnern für das Team Avatar. Das Brandbändigen bringt natürlich viele Vorteile mit sich. Zum Beispiel lässt sich sagen, dass es keine Fähigkeit gibt, die präziser ist, denn er schießt seinen Strahl genau dorthin, wo er momentan hinschaut. Es ist also so ähnlich, als würde er mit einem Snipergewehr schießen. Er ist als Kopfgeldjäger tätig und verfolgt seine Ziele so lange, bis er sie getötet hat. Durch seinen Beruf kann man sagen, dass er schon gegen die verschiedensten Bändiger-Typen kämpfte und viel Erfahrung sammelte. Merkt man auch recht schnell in seinen Kämpfen. Er weiß praktisch bei jeder Attacke, wie er sie abwehren muss. Dafür verwendet er seine Explosionskraft, mit der er ganze Felsbrocken zerstören kann oder sogar Wasser teilweise verdunsten lassen kann. Für den Nahkampf ist er auch recht gut gewappnet, weil er mit seiner Metallprothese noch Angriffe wie Eisspitzen abwehren kann. Selbstverständlich beherrscht er auch das normale Feuerbändigen, sieht man in der Szene, als er den Brief verbrennt. Denken aber, dass er das normale Feuerbändigen nur selten verwendet und sich während den Jahren auf das Brandbändigen spezialisierte. Der bekannteste Nachteil des Brandbändigens ist das dritte Auge, denn wenn dieses getroffen wird, wird sein Chi kurzzeitig blockiert und er sprengt sich selbst in die Luft. Wir geben ihm 7500 Punkte, also genau 250 weniger als Marco. Er war halt eine Riesengefahr fürs Team Avatar, aber auch einer der wenigen Charaktere, die man in der Serie sterben gesehen hat und man sicher ist, dass er vom Team Avatar besiegt wurde. Eigentlich sollte er etwas höher eingerankt sein, aber durch sein drittes Auge hat er wie schon gesagt eine enorme Schwachstelle. Marco hingegen gar keine, ist jung, hat Potenzial ein viel besserer Bändiger zu werden und ein gut platzierter Blitz könnte letztendlich genauso effektiv bei einzelnen Gegnern sein wie das Brandbändigen vom Verbrutzelmann. General Iroh hingegen bleibt schwächer eingestuft, da wir von ihm einfach nicht genug gesehen haben. Da wir gerade den Brandbändiger aus der Avatar-Serie hatten, machen wir gleich mit der Brandbändigerin aus Korra weiter, nämlich Pili. Zu ihren Fähigkeiten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, da sie quasi die gleichen Vor- und Nachteile wie der Verbrutzelmann hat. Was ihr Brandbändigen aber so besonders macht, ist die Tatsache, dass sie ihren Strahl umlenken kann, sah man im Kampf gegen das Team Avatar. Das bringt das Brandbändigen nochmal auf ein ganz anderes Level und ist in vielen Situationen definitiv viel vorteilhafter, als nur gerade ausschießen zu können. Abgesehen vom Brandbändigen ist sie auch eine sehr fähige Feuerbändigerin und damit untertreiben wir nicht. Nach jahrelanger Gefangenschaft war es ihr sofort möglich, einen mächtigen Feuerangriff mit Leichtigkeit abzuwehren und das von einem Drachen, die in der Regel über das stärkste Feuer verfügen. Wir geben Pili genau 8500 Punkte, also genau 1000 Punkte mehr als der Verbrutzelmann. Zwar kann sich der Verbrutzelmann durch seine Prothesen auch aus der Nähe verteidigen, dafür ist Pili aber die bessere Feuerbändigerin und kann sich damit genauso gut aus der Nähe verteidigen. Und dazu kommt natürlich noch die Umlenkung des Brandbändigungsstrahls. Die 8500 sind hier absolut verdient. Der nächste Charakter ist jemand, den die meisten wahrscheinlich ganz vergessen haben. Und zwar ist die Rede von Feuerlord Zosin. Er galt als sehr mächtiger und vor allem brutaler Feuerbändigungsmeister. Als er noch jung war, trat er des Öfteren in Trainingskämpfen gegen Avatar Roku an und gewann sogar einige Male. Jahre später, als er versuchte, das Erdkönigreich zu erobern, kämpfte er abermals gegen Avatar Roku. Als er einen Angriff gegen Roku startete, sah man zum ersten Mal seine wahre Kraft. Er feuerte eine riesige Feuerwelle in Rokus Richtung. Schaut euch das Feuer einfach mal an. Diese Größen der Flammen sind einfach gewaltig. Das einzige Mal, als man so ähnliche gesehen hat, war während Zosins Komet, also während seines eigenen Kometen. Eine äußerst seltene Technik war das Umleiten von Hitze. Während des Vulkanausbruches den Avatar Roku stoppen wollte, eilte Zosin heran und leitete die Hitze weg, damit die Lava abkühlen konnte. Wir geben Feuerlord Zosin trotzdem nur 9000 Punkte. Jetzt fragen sich sicher ein paar wieso. Aber sind wir mal ehrlich, bis auf das Umleiten von Hitze hat er keine besondere Fähigkeit. Zwar kann man wegen seinen großen Flammen sagen, dass er von Natur aus ein sehr mächtiger Feuerbändiger war, aber unbesiegbar war garantiert nicht. Er besiegte Roku einige Mal in Trainingskämpfe, das war aber nicht sehr verwunderlich. Immerhin durfte Roku während des Trainingskampfes nur das Feuerbändigen verwenden, was ein Nachteil war, da er als Avatar auch noch die anderen Elemente erlernen musste, während sich Zosin in den Jahren voll und ganz auf das Feuerbändigen konzentriert hat. Zhongzhong, auch bekannt als Zhongzhong der Deserteur, ist der nächste Bändiger, den wir näher betrachten werden. Von allen Soldaten aus der Armee der Feuernation ist Zhongzhong die erste Person, die aus der Armee austrat und es überlebte. Er war ein Staatsfeind der Feuernation und wurde gesucht. Ob er sich jemals während der Zeit als Flüchtling gegen irgendwelche Soldaten wehren musste, ist unklar. Ähnlich wie Iroh hat er einen sehr ruhigen und kontrollierbaren Kampfstil, sah man zum Beispiel im Kampf gegen Zhao, als er seine Feuerwände langsam erloschen ließ.
Trotz seines hohen Alters hat er noch extrem gute Reflexe. Dadurch war es ihm auch möglich, den Überraschungsangriff von Zhaos Armee mit Leichtigkeit abzuwehren. Sein Signature-Move ist die Feuerwand, die er praktisch in jedem Kampf einsetzt. Die Feuerwand bewies sich als eine der effektivsten, wenn nicht sogar als die effektivste Technik der Feuerbändiger. Zhongzhongs Feuerwand kann eine Höhe von ca. 20 Metern und 20 Metern Breite erreichen. Dazu kommt, dass er diese sogar bewegen kann und mithilfe der Wände schwere Gegenstände wie Panzer wegschieben kann, wie man es bei Zuzins Komet in Ba Sing Se sah. Klingt sehr krass, aber es kommt noch heftiger. Wenn wir diese Szene hier betrachten, können wir sehen, dass Zhongzhongs Feuerwände sogar Wasser standhalten können. Glauben aber, dass die Flammen nur nicht erloschen sind, weil das Wasser stillstand. Würde es durch Fremdeinwirkungen attackiert werden, wie zum Beispiel durch einen Wasserbändiger, könnte die Feuerwand höchstwahrscheinlich erloschen werden. Trotz allem beachtlich zu sehen, wie stark sein Feuer ist. Er gehört zu den wenigen Bändiger, die in der Lage sind zu fliegen. Dies geschah am Tag des Kometen, deshalb ist es unklar, ob seine eigene Macht dafür ausreicht. Zhongzhong gehört mit Abstand zu den gefährlichsten Bändigern des Universums. Durch seine Wände ist er ein absolutes Tier, von einem anderen Kaliber, was sowohl seine Offensive als auch Defensive angeht. Mit Iroh und Azula zusammen gehört Zhongzhong zu den Feuerbändigern mit der besten Technik. Nicht umsonst wurde er als Genie bezeichnet. Und dann ist da noch sein mächtiges Feuer zu beachten. Berücksichtigt man all diese Faktoren, kann man sagen, dass er leicht über Feuerlord Zuzin steht. Denn Zhongzhongs besondere Fähigkeiten hätten locker auch ausgereicht, um Avatar Roku in einem feuerbändiger Trainingskampf zu besiegen. Deshalb erhält Zhongzhong 9125 Punkte von uns. Zu Zuko gibt es verdammt viel zu sagen, weshalb wir versuchen, nur die relevantesten Fähigkeiten hervorzuheben. Von allen Charakteren hat Zuko die mit Abstand beste Entwicklung gehabt. Nicht nur charakterlich, sondern auch von seinen Fähigkeiten her. Anfangs war er echt Müll, hat jeden Kampf verloren und ließ sich sogar fast von Zhao besiegen, was dann echt peinlich gewesen wäre. Zuko wurde von Iroh trainiert, den aus unserer Sicht fähigsten Feuerbändiger Lehrmeister des Universums. Er erlernte über die Jahre viele Techniken von ihm, kreierte aber auch einen Signature-Move, der leider keinen festen Namen trägt, aber öfters als Breakdance-Move bezeichnet wird. Diese Fähigkeit kann er zum einen ohne Feuer anwenden, was er gegen Zhao tat, und zum anderen auch mit Feuer, was man im Kampf gegen Azula sehen konnte. Eine so gesehen bisher erfolgreiche Technik kann man aber leicht umgehen, wenn man mit ihr vertraut ist. Trotzdem, wenn sie erfolgreich trifft und die Verteidigung des Gegners durchbricht, könnte man leicht einen Gegenangriff starten und dem Gegner den Gnadenstoß geben. Dadurch, dass Zuko selbst auf eine so geniale Technik kam, sieht man erst, wie viel Potenzial in seinen Fähigkeiten als Feuerbändiger steckt. Ansonsten greift Zuko meist auf die Standardtechniken des Feuerbändiger zurück, also kann man seine offensiven Fähigkeiten eher in mittelmäßig bis gut einordnen, wohingegen seine Verteidigungsfähigkeiten für einen Feuerbändiger schon fast überdurchschnittlich sind, was vielen Leuten fast gar nicht aufgefallen ist. Betrachtet man alle Kämpfe, die Zuko gegen feindliche Feuerbändiger bestritten hat, kann man sehen, dass er in 90% der Fälle die gleiche Technik anwendet, um die Angriffe seiner Gegner abzuwehren. Dafür spaltet er das Feuer des Gegners mit bloßen Händen. Ach, keine Ahnung, wie man das erklären soll. Schaut es euch einfach hier an. Und diese Technik setzt er so gut wie immer erfolgreich ein. Egal, wie stark das Feuer seiner Gegner sein mag. Fraglich natürlich, wie effektiv so eine gute Verteidigung ist. Gegen andere Elemente kann man damit fast nichts ausrichten. Gegen Feuer selbst hält es sich in Grenzen. Denn bei vielen schnellen Feuerstößen kommt Zuko mit dieser Technik wahrscheinlich nicht allzu lange mit. Also ist diese Verteidigung gegen schnelle Bändiger wie Ozai und Azula eher weniger effektiv. So gesehen war Zuko immer nur ein durchschnittlicher Bändiger. Bis zu dem Zeitpunkt, als er das Blitzumleiten von Iroh erlernte. In der dritten Staffel konnte er die zweihändige Blitzattacke von Ozai umleiten. Und wenn er schon solche Blitze umleiten kann, sollten andere gar kein Problem für ihn darstellen. Zwar konnte er Azulas Blitz nicht umleiten, lag aber natürlich an seiner spektakulären Rettungsaktion, womit er die Technik nicht richtig anwenden konnte. Und das auch gleichzeitig der Grund war, wieso er an dem Tag gegen Azula verlor. Denn es war nicht mehr der leichtsinnige Zuko, den wir von früher kannten. An diesem Tag, also am Tag des Kometen, sah man Zukos wahres Potenzial. Noch nie bändigte er Feuer so ruhig und mit so einer Präzision wie im Agni-Kai gegen seine Schwester. Erinnerte sehr an Iros Philosophie des Feuerbändigens. Er wehrte alle Attacken von ihr mit schlauen Gegenangriffen ab, setzte die richtigen Techniken im richtigen Moment ein, behielt durchgehend einen klaren Kopf und griff nur dann an, wenn es wirklich nötig war. Während Azula in diesem Moment wegen ihrer mentalen Instabilität meist mit Verzweiflung und purem Hass angriff,
Und wenn man diese Faktoren betrachtet, hätte Zuko sie an diesem Tag mit Gewissheit besiegen können. Aber natürlich kam er nicht dazu, weil Azula einen Blitz auf Katara schoss und Zuko sich dazwischen warf. Aber jetzt stellt sich die Frage, ist Zuko von seinen Fähigkeiten her höher eingerankt als Jong-Jong und die zwei Brandbändiger? Die Antwort: Ja, bei den Brandbändigern ist die Begründung eigentlich einfach. Zwar sind sie in der Offensive um einiges effektiver, was die defensiven Aspekte aber angeht, hat Zuko die Nase vorn. Was aber ein absoluter Minuspunkt für die beiden ist, ist ihr drittes Auge, was eine enorme Schwachstelle darstellt. Ist ihr drittes Auge verletzt oder wird es durch irgendwas blockiert, sind die beiden extrem eingeschränkt. Und wegen dieser Tatsache werden beide auch niedriger eingestuft. Da Zuko keine offensichtlichen Schwachstellen hat, wieso Zuko stärker als Jong-Jong ist, kann man ebenso begründen. Jong-Jong ist vor allem wegen seines starken Feuers, das selbst im Wasser nicht erlischt, so weit oben eingerankt. Aber selbst das kann Zuko übertrumpfen. Wie ihr sicher wisst, reisten Zuko und Aang zu den Sonnenkriegern, da Zuko ja nicht mehr bändigen konnte. Da trafen sie auf die beiden letzten Drachen, Ran und Sho, und erlernten von ihnen das sogenannte wahre Feuerbändigen. Was bedeutet, dass Zuko ab diesem Moment ohne Zorn und Hass bändigte, also genauso wie Iroh und Jong-Jong. Wie sich aber später in den Comics rausstellen musste, oder zumindest vermutet wird, hat sich was an Zukos Feuer geändert. Denn es war nicht mehr rötlich bzw. orange wie sonst, sondern hatte bunte Farben in sich. Also genau wie bei Drachen. Viele spekulieren, dass Zuko durch das Training mit den Drachen mit der Zeit ein stärkeres Feuer entwickelt, welches fast auf dem Level von einem Drachen sei. Wieso sollte es sonst in den Comics so abgebildet sein? Und da Drachen bekanntlich das mächtigste Feuer haben, kann man davon ausgehen, dass Zukos Feuer nach gewisser Zeit stärker als das von Jong-Jong sein wird. Und aus diesem Grund wird Zuko auch als gefährlicher eingestuft und erhält von uns 10.000 Punkte. Feuerlord Ozai, aka der Phönixkönig, wird als einer der mächtigsten Feuerbändiger des gesamten Avatar-Universums bezeichnet. Leider konnte man von seinen Fähigkeiten nur gegen Ende hin wirklich was sehen. Er war mit Abstand am schwersten, aber zugleich auch am leichtesten zu bewerten. Während sein Bruder einen sehr ruhigen Bändigungsstil verfolgt, basiert der Stil von Ozai praktisch auf roher Gewalt in Kombination mit einer sehr guten Technik. Leider konnte man ihn nur gegen zwei Kontrahenten kämpfen sehen, zum einen gegen seinen Sohn Zuko, einmal in einem Agni Kai. Naja, ihr wisst ja, wie es ausging. Und dann nochmal später in der dritten Staffel, am Tag der Sonnenfinsternis, als er einen Blitz auf Zuko feuerte. Dies tat er mit zwei Händen und ist im gesamten Universum auch der einzige, der seine Blitze auf diese Art erzeugt. Also einfach gesagt, er erzeugt zwei Blitze gleichzeitig und kann somit auch zwei Blitze gleichzeitig abschießen. Bedeutet im Umkehrschluss, dass es doppelt so effektiv ist als bei anderen. Naja, jedenfalls war sein zweiter Kontrahent Aang. Und da hat er wirklich sein volles Potenzial gezeigt. Beziehungsweise da konnte man erst sehen, was für ein mächtiges Feuer Ozai überhaupt erschaffen kann. Natürlich wurde es wie bei allen anderen Bändigern wegen den Kometen zusätzlich verstärkt, trotzdem realisierte man schnell, dass der Komet bei seinen gewaltigen Fähigkeiten ein noch größeres Ausmaß hatte. Leider konnte man aber in der gesamten Serie nicht sehen, wie stark seine Fähigkeiten ohne Kometen sind. Deswegen müssen wir ihn zwangsläufig mit dem Kometen analysieren. Er war in der Lage zu fliegen und das ohne wirkliches Limit. Dabei generierte er eine so hohe Geschwindigkeit, dass er sogar mit Aang mithalten konnte, wodurch er sich im Kampf natürlich sehr viele Vorteile erspielen konnte. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass er durchs Fliegen fast keine Einschränkungen hatte, denn er konnte in der Luft ohne Probleme verschiedene Attacken ausführen, ohne wirklich an Höhe zu verlieren. Ozai hat eine extrem gute körperliche Verfassung, sieht man halt an seinem athletischen Körper, dadurch war es ihm im Kampf gegen Aang möglich, einigen Windstößen zu überstehen. Genauso konnte er sich wegen seinem robusten Körper schnell erholen, als er zweimal von Aang gegen Felsbrocken gestoßen wurde. Sein Kampfstil basiert auf roher Gewalt, guten Reflexen, einem sehr effizienten Feuer, vielleicht sogar das stärkste im Universum und einer Vielzahl an Angriffstechniken. Zwar hört es sich nicht wirklich so an, als würde er durch irgendeinen Faktor unbesiegbar sein, aber trotzdem lässt sich sagen, dass er bis hierhin die Liste anführt, weil Zuko in der dritten Staffel sagte, dass Aang und Iroh die beiden einzigen Bändiger sind, die in der Lage wären, Ozai zu besiegen. Sprich, alle anderen, die bis hierhin analysiert wurden, kommen an seine Fähigkeiten nicht ran. Deswegen geben wir ihm 12.500 Punkte. Der nächste Mann ist auch unter dem Namen der Drache des Westens bekannt. Natürlich ist die Rede vom Feuerbändigungsmeister Iroh. Es wurde erwähnt, dass bis auf Aang Iroh die einzige andere Person ist, die in der Lage wäre, Ozai zu besiegen. Statt Wut und Zerstörung basiert der Feuerbändigungsstil von Iroh auf dem des ursprünglichen Feuerbändigens, den er von den Drachen und den Sonnenkriegern erlernt hat. Diese Philosophie betont die Schönheit und lebensspendenden Eigenschaften des Feuers. So feuert Iroh genauso wie Jong-Jong immer wieder ohne Wut oder Lust sein Feuer ab. Er gehört zu den wenigen Feuerbändigern seiner Zeit,
die die Fähigkeit haben, Blitze zu erzeugen. Eine der bekanntesten Techniken, die er erfand, war die Umleitung von Blitzen. Iroh erfand dies, indem er sich eine Wasserbindungsfähigkeit ansah, bei der Chi effektiv umgelenkt wird. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die Heiltechniken. Die Tatsache, dass er eine so effektive Technik erfand, zeigt, wie viel Wissen er übers Feuerbändigen als auch über andere Elemente hat und somit seinen Gegnern meist einen Schritt voraus sein kann. Ein gutes Beispiel wäre dafür der Kampf gegen die Erdbändiger-Soldaten, die er ohne Feuerbändigen fertig gemacht hat. Und da wir gerade bei Irohs Genialität angekommen sind, können wir auch gleich über seinen Signature-Move, den sogenannten Feueratem, sprechen, bei dem er Feuer speit. Durch diese Technik hat er nämlich erst seinen Titel Drache des Westens bekommen. Mit dieser Fähigkeit braucht er keine Hände oder Füße zum Bändigen, sondern nur seinen Atem, was natürlich in einigen Situationen sehr vorteilhaft sein kann. Es muss auch gesagt sein, dass er damit bis zu mittelgroßer Entfernung Feuer speien kann und somit nochmal extra Distanz zwischen ihm und seinen Gegnern schaffen kann. Ist natürlich nicht der Einzige, der über die Technik verfügt, aber auf jeden Fall derjenige, der sie am effizientesten ausführt. Sein Geschick im Feuerbändigen hat sich möglicherweise noch weiterentwickelt, nachdem er im Gefängnis wieder in Form gekommen ist. Naja, was heißt in Form gekommen? Besser gesagt, als er sich zu einem absoluten Biest transformiert hat. Es gelang ihm, aus dem Gefängnis auszubrechen, indem er ein riesiges Loch in die Gitterstäbe setzte. Wie er das schaffte, ist bis heute fraglich. Eins ist aber klar. Er war in diesem Moment auf einem ganz anderen Level, denn ein schockierter Wärter beschrieb Iroh als Ein-Mann-Armee und es gibt wahrscheinlich keine bessere Betitelung für das, was Iroh ist. Er überwältigte 4 Soldaten von Zhao am Nordpol mit Leichtigkeit, bekämpfte mehrere Dai-Li-Agenten ohne Schaden davon zu tragen, hat gefesselt einige erdbändiger Soldaten aufgemischt und hat, wie schon gesagt, das komplette Gefängnis ohne Bändigungskräfte im Alleingang auseinandergenommen. Er ist eine Ein-Mann-Armee. Und wenn er eine Armee darstellen müsste, wäre er Russland, USA und China zugleich. Ob er seine Primetime in jungen Jahren oder eher später hatte, kann man nicht sagen. Für uns Zuschauer war es aber mit Sicherheit der Moment, als er sein Workout im Gefängnis abgeschlossen hat. Seine Bändigungsfähigkeiten waren bis zu diesem Moment ja schon unübertreffbar, aber wenn er dann noch ohne das Bändigen ein ganzes Gefängnis auseinandernimmt und mit so einem Körper vor dir steht, fragt man sich echt, ob der Mann überhaupt noch zu besiegen ist. Später am Tag des Kometen zeigte Iroh, wie stark sein Feuer eigentlich ausgeprägt ist, indem er die Mauer von Ba Sing Se mit Feuer durchbrochen hat. Überlegt euch das mal, mit Feuer! Wobei man sagen muss, dass es gar nicht mehr wie ein normales Feuer aussah. Denn in diesem Moment konzentrierte er all seine Flammen auf einen Punkt und schoss es direkt auf die Mauer. Und so wie es aussah, kann man es schon als regelrechten Kometen bezeichnen, was natürlich nochmal für Irohs Genialität spricht. Die Leute sagen, er sei der mächtigste Charakter von allen, aber sie verwechseln Macht mit Stärke. Macht ist die Fähigkeit zu zerstören, Stärke hingegen das Wissen darüber, wie man seine Vorteile nutzt, um den Gegner mit geringstem Aufwand zu besiegen. Und genau das tut Iroh. Während andere ihre gesamte Macht in einem Kampf stecken, tut Iroh nur das Nötigste, um zu gewinnen. Das macht Iroh vielleicht nicht zum allermächtigsten Bändiger des gesamten Universums wie Amon, aber zumindest zum fähigsten Kämpfer des Universums. Iroh bekommt von uns 14.500 Punkte. Wir glauben, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Die letzte auf unserer Liste ist die wahrscheinlich gefürchtetste Antagonistin des Avatar-Universums. Freunde, jetzt geht's um Azula. Azula war eine der geschicktesten und mächtigsten Feuerbändigerinnen ihrer Zeit, die sowohl von Ozai als auch von Zuko als Wunderkind anerkannt wurde. Das bemerkenswerteste Merkmal von Azulas Bändigung war ihre Fähigkeit, blaue Flammen zu erzeugen, die viel intensiver als die roten sind. Ich meine, in einer Szene hat sie einfach eine Mauer mithilfe ihres Feuers durchgeschnitten. Ob sie auch intensiver sind, als die Flammen von Drachen ist unklar. Da sie in ihrer Kindheit normalfarbige Flammen bändigte und erst mit der Zeit dann blaue, kann man davon ausgehen, dass sich ihre Fähigkeiten über die Jahre enorm verbessert haben. Sie feuerte oft nur mit 2 Fingern, anstatt mit einer geschlossenen Faust oder einer offenen Hand, wie es üblicherweise von anderen Feuerbändigern fabriziert wird, wodurch sie eher Fokus auf ihre Präzision legt, sah man zum Beispiel, als sie den Apfelstiel auf Mais Kopf anzündete. Zwar verschießt sie dadurch eine geringere Menge an Feuer, aber bedeutet nicht, dass ihr Attacken dadurch weniger Schaden machen, da ihr Feuer nach wie vor intensiver ist und es dadurch ausgeglichen ist. Was ihre Verteidigung angeht, ist sie auch extrem begabt. Sie hat zum Beispiel ein mächtiges Schild aus Flammen erschaffen und konnte somit Attacken von allen 4 Elementen gleichzeitig standhalten. Ihr Feuer ist so stark, dass sie Wasser einfach verdunsten lassen kann. Zum Beispiel in der Kristallhöhle gegen Katada, kann genauso wie Zuko Feuerstöße mit den Händen abwehren, sieht aber zugegebenerweise nicht so elegant aus wie bei Zuko und kann wie schon erwähnt Steine und somit auch Erde von Erdbändigern durchschneiden.
Gegen alle Elemente hat sie was in der Hand, nur gegen Luft, also gegen Aang, hat sie einige Probleme gehabt. Natürlich kann auch sie, wie ihr Vater und Onkel, Blitze erzeugen. In der Comicreihe Rauch und Schatten erlernte sie dann auch das Umleiten von Blitzen. Aber sie hat dann noch eine weitere Fähigkeit erlernt. In der Comicreihe Die Suche konnte man sehen, wie sie ihren Blitz auf einen Punkt konzentrierte und aufladete, wodurch eine Art Blitzkugel entstand. Diese Blitzkugel konnte sie dann wie einen normalen Blitz verschießen. Dadurch erzeugte sie eine viel größere Fläche als beim herkömmlichen Blitz, womit man den Gegner leichter treffen kann. Reicht vielleicht sogar, um mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen. Und zudem kann man davon ausgehen, dass es auch viel mehr Schaden macht. Wenn ein normaler Blitz Aang schon getötet hätte, wollen wir nicht wissen, was so eine Blitzkugel mit dem Gegner ausgerichtet hätte. Azula war auch in der Lage, mehrere Kyoshi-Kriegerinnen zu bekämpfen und zu besiegen. Und zwar sowohl mit feuerbändigen als auch mit Nahkampftechniken. Und ohne Witz, ihre Nahkampffähigkeiten machen sie um einiges gefährlicher. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sie fast schon mit den Nahkampfkünsten von Leuten wie Suki und Tai Li mithalten kann. Dafür gibt es einfach mehr als genügend Beweise. Zum Beispiel hat Azula in den Comics gegen Tai Li und Suki gleichzeitig gekämpft. Zwar hat sie nicht gewonnen, aber auch nicht verloren, konnte es aber mit beiden aufnehmen. Durch ihre Beweglichkeit und gute Reaktion ist sie für den Gegner fast nicht zu treffen. Schaut euch einfach mal an, wie sie hier den Stein ausweicht, macht Spagate, mehrfache Saltos, Flickflacks, sie entwaffnete Suki auf athletischste Art und. Ich habe dazu ein echt gutes Video gefunden, in dem man alle Nahkampfszenen von Azula sehen kann. Schaut es euch einfach an. Nach diesem Video war ich fest davon überzeugt, dass Azula zu den Top 5 Nahkämpfern des Avatar-Universums gehört. Sie war in der Serie die allererste, die mithilfe ihres Feuers fliegen konnte und ist aufgrund ihres intensiven Feuers wahrscheinlich auch die einzige, die es wirklich kann. Zwar sah man Ozai und Zhongzhong auch fliegen, aber konnten sie vermutlich auch nur, weil es am Tag des Kometen war. Und wie schon bei General Iroh gesagt, das, was er da getan hat, kann man nicht wirklich als Fliegen betrachten. Einmal drückt er sich vom Boden ab und beim anderen Mal war er im freien Fall. Aber wir sollten langsam zu einem Punkt kommen. Azula kann des Weiteren wie Iroh Feuer speien, verwendet ihr intensives Feuer als Antriebskraft, also ist enorm schnell, kann sich also viele Vorteile verschaffen, ist äußerst intelligent, hat viele eigene Techniken drauf, wie zum Beispiel eine Art Feuerschuriken, das sie Bumi und Aang hinterhergeworfen hat und hat später in den Comics Zuko innerhalb weniger Sekunden besiegt. Und das war mal ein Kampf, in dem sie nicht mental am Arsch war. Und ich hoffe, jetzt will mir keiner klar machen, dass Zuko doch stärker als Azula ist. Ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Und wenn man sich all ihre Fähigkeiten vor Augen hält, fragt man sich echt, was sich die Produzenten mit der Aussage dachten, dass Iroh und Aang die einzigen seien, die Ozai besiegen könnten. Haben sie dann nicht vielleicht Azula vergessen? Vielleicht wollten sie es auch einfach realistisch halten, da Zuko wahrscheinlich nie Azula mit aufgezählt hätte, da er davon ausginge, dass Azula so oder so nie gegen Ozai, der auf der gleichen Seite stand, kämpfen würde. Ungeachtet dessen werden wir diese Aussage natürlich mit einbeziehen und Azula trotzdem ein wenig niedriger einstufen als Ozai und somit erhält sie 11.750 Punkte. Aber dabei handelt es sich nur um den Stand der Serie. Denn wie schon gesagt, erlernte sie später dann noch einige Dinge wie das Umleiten von Blitzen oder das Erschaffen von Blitzkugeln. Allgemein merkt man, dass sie in den Comics einfach nochmal ein Stück stärker wurde und mit ihrem blauen Feuer hat sie viel mehr Möglichkeiten, neue Techniken zu entwickeln, weshalb es ihr erst möglich war zu fliegen, Wasser zu verdunsten, Steine zu zerschneiden und so weiter. Und wie ihr sicher wisst, war sie in der Serie gerade mal 14 Jahre alt, also hat sie noch viele Jahre vor sich, um sich zu verbessern und bei ihrem Können und Potenzial wird sie vielleicht mal in Zukunft unbesiegbar sein. Schätzen sie also später in den Comic stärker ein und eine größere Bedrohung als Ozai ist sie in den Comics später auf jeden Fall. Sie erhält deshalb 13.500 Punkte. Dass ihr Level auf dem von Iroh ist, glauben wir zwar noch nicht, aber bei ihrem Talent könnte es im Laufe der zukünftigen Comics zweifellos dazu kommen. Das war's dann auch schon mit dem Ranking. Hoffe, ihr wart mit der Punktevergabe einigermaßen zufrieden. Schaut auf jeden Fall nochmal bei Detsu vorbei. Er macht sehr unterhaltsame Videos. Seinen Kanal findet ihr hier oben links, genauso wie sein neuestes Video. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Euer Hardos. Oh.